Barcelona, den umsiedet Mobile World Congress, der das wirklich de Platz weltweit, wo sämtliche Societäten aus der mobilen Branche zusammenkommen. Da gibt es immer viel Neuigkeiten gewohnt. Es gibt seelende Produkte, die du nicht präsentiert hast. Also das schon an der Hinsicht, de Platz für alles zu sehen. Es wird natürlich das Jahr überall zu sehen, weil das wären neue Tablet-PC, neue Smartphones. Microsoft, die haben effektiv in Barcelona benutzt, für den Annonce vom Windows 18 Markt. Das ist wirklich ganz interessant. Ihr könnt zwar erst Ende des Jahres auf dem Markt, auch auf den PC wird die Benutzeroberfläche vom Handy überholt gehen. Mit den kleinen Ikonen, mit den kleinen Teilen, wo ihr nach Schüsse auf eine Applikation klickt, für sie zu starten. Auch an der Microsoft-Welt gibt es in Zukunft kein Programm mehr, sondern nach Schüsse Apps. Ein ganz klarer Trend, der das Cloud. Sprich, Domain und Applikationen, die sind nicht mehr rein um Handy, auf der Tablet oder am PC, sondern die sind an einem anderen Cloud, also an einem zentralen Rechenzentrum, wo ich von überall drauf kann zugreifen. Kann ich auf einem PC zum Beispiel eine Applikation laufen lassen, einen Text präparieren. Ich muss davor, ich schon in der W und ich mein Tablet dabei. Ich kann dann auf den Text weiterschaffen. Ich kann vielleicht auch noch schnell mit dem Handy einkehren über prüfen und davor checken. Ich muss nicht immer mein PC dabei haben. Meine Dokumente sind dabei, aber nicht an meiner Tasche oder an meiner Map, sondern an der Cloud. Der Trend geht sogar richtig in die Richtung, dass die Handy noch immer groß gehen. Knäppchen finde ich schon gut mehr. Den Smartphone ist ja so ein Twitter zwischen Tablet, PC oder Computer und Telefon. Wenn ich wirklich gerne nutzen als etwas anderes, ich bin nicht mehr rein, für zu telefonieren, da brauche ich schon einen Schirm von einer bestimmten Größe. Auf der anderen Seite soll er an Tasche passen. Ein Telefon, der wegen bestimmte Größe nicht überschreitet, das geht einfach unhandlich. Bestand von denen Hauptfurnisseuren, da wären Schlagfeder, Prozessor, Dual-Core, Quad-Core, so viel Megahertz, so viel Gigahertz. Das heißt, am Smartphone hat er schon den Trend auch schon Anzug gehalten, den man von den PC von 4 und 5 Jahren von kennen. Batteriekapazität. Das ist im Moment noch immer der Knackpunkt. Werde ich mehr Leistung abpacken, werde ich auch mehr Strom brauchen. Gesagt ihr nicht, wo irgendwann ein Ende soll ziehen, die Entwicklung geht noch immer 4 und. Da muss ich einfach, ich meine, das muss ich mal abplanen und hoffen, dass man wirklich da nicht irgendwann eine Grenze stößt, wo man nicht weiterkommt.